Hallo und herzlich willkommen. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, warum du dein brennendes Elektroauto nicht löschen kannst. Dabei gehen wir darauf ein, welche Ursachen es überhaupt haben kann, dass ein Elektroauto brennt, was denn ein Elektroautobrand so besonders macht, welche Tücken es hat und vor allen Dingen, warum es auch beim Löschen immer wieder anfängt zu brennen. Viel Spaß dabei! Die modernen Elektroautos werden alle mit Lithium-Ionen-Batterien betrieben. Und der Grund, warum eine Lithium-Ionen-Batterie brennen kann, ist die Verwendung des organischen Elektrolytens. Diese Elektrolyten bestehen aus organischen Carbonaten. Diese organischen Lösungsmittel sind entzündliche Stoffe. Das heißt also, bei genügend hoher Temperatur und Druck fangen sie an zu brennen. Und es gibt unterschiedliche Ursachen, warum der Elektrolyt brennen kann und somit auch die ganze Lithium-Ionen-Batterie bzw. schlussendlich das ganze Elektroauto. Grund Nummer 1, thermische Einflüsse. Es kann nun zum Beispiel sein, du parkst dein Elektroauto und das Auto neben dir, ganz normales Verbrennungsmotor, fängt aus welchen Gründen auch immer an zu brennen. Der Brand kann natürlich auch auf dein Auto überspringen und folglich hast du einen Batteriebrand. Grund Nummer 2, mechanische Einflüsse. Wenn nun bei einem Unfall von einem Elektroauto, zum Beispiel durch einen Frontalcrash, die Batterie stark verformt wird, so kann es zum inneren Kurzschluss kommen. Beim inneren Kurzschluss wirken kurzzeitig sehr, sehr hohe Ströme, die für einen großen Temperaturanstieg sorgen und somit zum Entzünden des Elektrolytens und somit zum Brand der Batterie führen kann. Grund Nummer 3, elektrisches Fehlverhalten. Durch elektrisches Fehlverhalten wie Tiefenentladung, Überladen und Laden mit zu starken Strömen kann sich auch die Batterie entzünden. Was genau passiert dabei? Und da müssen wir uns kurz anschauen, wie eine Lithium-Ionen-Batterie funktioniert. Es gibt einen Pluspol und einen Minuspol. Der Pluspol wird auch Kathode genannt und besteht aus Lithium-Metalloxiden. Der negative Pol, die Anode, besteht meist aus Graphit. Der Separator dazwischen sorgt dafür, dass die beiden Pole sich nicht berühren und es nicht zum inneren Kurzschluss kommt. Der flüssige Elektrolyt sorgt für die Ionenleitfähigkeit der Lithium-Ionen. Während des Ladeprozesses bewegen sich die Lithium-Ionen von der Kathode zur Anode. Das heißt, sie lagern sich in den Graphit ein. Während der Entladung, dem umgekehrten Prozess, bewegen sich die Lithium-Ionen von der Anode zur Kathode und lagern sich wieder ins Lithium-Metalloxid ein. Die Tiefenentladung. Die Tiefenentladung wird auch manchmal Überentladung genannt. Man kann sich das so vorstellen. Der Elektrolyt kann nur in bestimmten Spannungsbereichen verwendet werden. Bei zu niedrigen, aber auch zu hohen Spannungen zersetzt sich der Elektrolyt. Bei der Tiefenentladung werden sehr kleine Spannungen vorliegen. Bei Spannungsbereichen unter 1,5 Volt in Lithium-Ionen-Batterie kann der Elektrolyt mit der Anode, also der Graphitanode, Nebenreaktionen eingehen, sodass sich der Elektrolyt zersetzt. Wird eine tiefenentladene Batterie dann wieder aufgeladen, so sollten ja eigentlich die Lithium-Ionen von der Kathode in die Anode gelangen. Da der Elektrolyt sich aber zersetzt hat, kann die Energie nicht chemisch gespeichert werden. Das heißt, die Energie wird in Wärme umgewandelt. Dadurch kommt es zu hohen Temperaturen und der Elektrolyt kann sich entzünden. Die Überladung. Die Überladung ist genauso ein großes Problem wie die Tiefenentladung. Während der Ladung bewegen sich ja die Lithium-Ionen von der Kathode zur Anode und lagern sich im Graphit ein. Die Überladung kann man sich bildlich so vorstellen, dass irgendwann alle Plätze im Graphit eingenommen sind von den Lithium-Ionen und sich die dazugekommenen Lithium-Ionen abscheiden auf der Anode als metallischem Lithium. Dies geschieht aber nicht in ebenmäßigen Schichten, sondern so als Nadel- oder astförmige Strukturen. Diese nennt man Dendriten. Problematisch ist es dann, wenn diese Dendriten durch den Separator hindurchwachsen und sogar die Kathode berühren, denn dann kommt es zum inneren Kurzschluss. Ein weiteres Problem der Überladung ist die Zersetzung des Elektrolytens an der Kathodenseite. Dabei wird Sauerstoff freigesetzt, welcher wiederum mit den Elektrolyten in Reaktion geht und somit für die Zersetzung von diesem sorgt. Ein weiteres Problem ist die Ladung bei zu großen Ladeströmen. Jeder möchte natürlich, dass die Batterie so schnell wie möglich aufgeladen wird, superchargen hier und da, in nur 10 Minuten ist die Batterie wieder einsatzfähig. Aber generell kann man sagen, je schneller man die Batterie wieder auflädt, desto geringer wird die Lebensdauer. Wie kann man sich das vorstellen? Warum ist schnelles Laden so schädlich? Beim Laden wissen wir nun, die Lithium-Ionen gehen von der Kathodenseite zur Anodenseite und lagern sich im Graphit ein. Wir wissen nun auch schon, dass es einen Konkurrenzprozess gibt, in dem sich metallisches Lithium auf der Anode abscheidet, was ein unerwünschter Prozess ist. Bei sehr hohen Ladeströmen ist aber dieser Prozess bevorzugt, da dieser schneller stattfinden kann, als dieses stückweise Einlagern.
Wir haben also wieder das Problem, dass sich Dendriten bilden, die durch den Separator wachsen können, die Kathode berühren und somit zum inneren Kurzschluss führen. Die Dendritenbildung findet nicht nur bei hohen Strömen statt oder bei der Überladung. Nein, es kann auch passieren, wenn die Batterie bei sehr tiefen Temperaturen geladen wird. Tiefe Temperatur heißt immer, dass die Bewegung langsamer stattfindet. Und bei sehr kleinen Temperaturen können nun diese Lithium-Ionen auch nicht wirklich ins Graphit gut eindiffundieren und sich dort einlagern. Und somit kommt es dort auch zur metallischen Abscheidung des Lithiums, zum Dendritenwachstum und im schlimmsten Fall zum inneren Kurzschluss. Damit haben wir schon mal einige Ursachen aufgezählt, warum überhaupt es zum Entzünden einer Lithium-Ionen-Batterie kommen kann. Was ist jetzt aber genau das Problem? Warum ist ein Lithium-Ionen-Brand oder ein Elektrofahrzeugbrand so dramatisch? Der erste Grund liegt auf der Hand. Wir haben nämlich einen Elektrobrand. Es reimt sich auch noch. Das war nicht gewollt. Bei Elektroautos ist eigentlich immer eine galvanische Trennung vom Hochvoltsystem und der Karosserie vorliegen. Das heißt also, beim Löschen mit Wasser wird die Person keinen elektrischen Schlag bekommen. Problematischer wird es jedoch, wenn sich Personen im Fahrzeug befinden und diese herausgeschnitten werden müssen. Dann muss man genau wissen, wo die Hochvoltleitungen im Auto langlaufen, und da gibt es für jedes Auto so einen Sicherheitsplan. Das zweite Problem ist, dass so eine Batterie im Auto nicht nur aus einer Zelle besteht. Es besteht aus einigen hundert bis zu einigen tausend Zellen. Das heißt also, wenn eine Zelle in Brand gerät, schlägt sich der Brand auch auf die anderen Zellen über und man hat wie eine Kettenreaktion, wie so ein kleines Feuerwerk, was nacheinander stattfindet. Ein großes Problem beim Brand von Lithium-Ionen-Batterie ist die Freisetzung von Gasen, insbesondere von giftigen und ätzenden Gasen. Der Elektrolyt kann sich zersetzen in Kohlenstoffmonoxid, in Methan, in Wasserstoff, aber auch in Flusssäure. Diese Flusssäure entsteht durch das verwendete Leitsalz in Lithium-Ionen-Batterie. Das nennt sich Lithium-Hexafluorophosphat. Dieses kann sich zersetzen und so kann Flusssäure, aber auch Phosphorsäure entstehen, die stark ätzend und giftig sind. Ein weiteres Problem ist die Explosionsgefahr. Abgesehen von den sich entzündlichen Gasen, die entstehen, kann auch Graphitstaub der Anode freigesetzt werden und es so zu Explosionen kommen. Ein großes Problem bei den Lithium-Ionen-Batterien ist das thermische Durchgehen. Man kann sich das so vorstellen, dass Kettenreaktionen entstehen, die ab einer bestimmten Temperatur nicht mehr aufzuhalten sind. Also eine Reaktion setzt Wärme frei, durch diese Wärme können weitere Reaktionen entstehen. Diese setzen auch wieder Wärme frei und so weiter und so fort. Das ist also ein sich selbst beschleunigender Prozess. Das erste, was sich bei Temperaturentwicklung zersetzt, ist die Schutzschicht auf der Anode. Die nennt sich Solid Electrolyte Interface, kurz SEI-Schicht. Diese kann sich schon ab 80 Grad zersetzen und geht dann weitere Reaktionen mit dem Elektrolyten ein. Bei diesen Reaktionen werden die Gase freigesetzt und auch Wärme. Wird durch die freigesetzte Wärme Temperaturen über 150 Grad erreicht, so kann sich auch der Separator zersetzen. Zersetzt sich der Separator, ist keine räumliche Trennung mehr zwischen Anode und Kathode gegeben und die Wahrscheinlichkeit für einen inneren Kurzschluss steigt enorm. Bei noch höheren Temperaturen zersetzt sich auch die Anode und geht weitere unerwünschte Nebenreaktionen mit dem Elektrolyten ein. Ab Temperaturen von 250 Grad zersetzt sich dann auch die Kathode, da dann die Schichtstrukturen der Metalloxidschichten zerstört wird. Sauerstoff wird freigesetzt, die Zelle kann sich entzünden und teilweise Temperaturen bis 800 Grad erreichen. Wir haben also gesehen, dass bei einer anfänglichen Temperatur von 80 Grad es letztendlich zum Zellbrand und Temperaturen bis 800 Grad kommen kann. Und nun kommen wir auch zum größten Problem, nämlich warum sich die Batterie nicht löschen lässt. Gerade haben wir uns angeschaut, dass die Kathodenstruktur sich bei Temperaturen ab 250 Grad zersetzt. Dabei wird Sauerstoff freigesetzt. Ein Brand wird gelöscht, indem die Sauerstoffzufuhr unterbunden wird. Nun fängt aber unser Elektroauto immer wieder zu brennen an. Und jetzt wissen wir auch warum. Denn durch die Zersetzung der Kathode wird der Sauerstoff selber aus dem Material freigegeben, gebildet. Das heißt, unser Sauerstoff ist immer wieder vorhanden und kann immer wieder zum erneuten Brand des Elektroautos führen. Das heißt also auch, dass selbst nach dem Löschen des Elektroautos wieder ein erneuter Brand stattfinden kann. Das hat also Konsequenzen, wie wir mit brennenden Elektroautos umgehen müssen. Die Tatsache, dass solange sich die Kathode zersetzt, immer wieder neuen Sauerstoff gebildet wird und dass wir diese Exothermprozesse, also diese wärmefreigebenden Prozesse haben, sorgt nun dafür, dass wir brennende Elektroautos besonders behandeln müssen. Was ist die Lösung?
Zum einen müssen wir dafür sorgen, dass das brennende Elektroauto so gut wie möglich gekühlt ist. Und den besten Kühleffekt haben wir nun mal mit dem Löschmittel Wasser. Das heißt, brennende Elektroautos sollten immer mit Wasser gelöscht werden. Da wir nun aber festgestellt haben, dass es immer wieder zum Brand kommen kann, werden Elektroautos meist in Wasser gebadet. So werden zum Beispiel Bauschuttcontainer mit Wasser geflutet und dort das Elektroauto eingetaucht für bis zu 24 oder gar 72 Stunden, damit es abkühlt und sich nicht immer wieder neu entzünden kann. Zuallererst muss man sagen, Elektroautobrände sind extrem gering. Wir haben die unterschiedlichen Ursachen am Anfang geklärt und die elektrischen Ursachen, die lassen sich eigentlich durch ein gutes Batteriemanagementsystem ausschalten. Das heißt, es wird schon von vornherein dafür gesorgt, dass es nicht zur Überladung kommt, dass es nicht zur tiefen Entladung kommt, dass es nicht zu starken Ladeströmen kommt und auch nicht zur Ladung bei tiefen Temperaturen. Zum Beispiel wird der Tesla bei kalten Temperaturen vorgewärmt, bevor die Batterie geladen wird. Außerdem wird beim Supercharger nur bis zu einem bestimmten Spannungsplateau eine sehr hohe Ladeleistung angelegt, dann wird diese reduziert, um die Batterie bestmöglich zu schonen. Außerdem wird an ganz neuen Batterieformen geforscht, die weniger für einen Batteriebrand sorgen können. So werden Separatoren keramisch beschichtet, damit sie sich weniger zersetzen. Und außerdem wird an Feststoffbatterien geforscht. Dort wird nicht ein flüssiger Elektrolyt, sondern ein Elektrolyt aus festem Polymer- oder Keramikmaterial eingesetzt, sodass es dort nicht zur leichten Entzündung wie bei den flüssigen Elektrolyten kommen kann. Ja, und damit haben wir heute geklärt, warum es gar nicht so einfach ist, ein brennendes Elektroauto zu löschen, welche Ursachen es gibt, aber auch was genau während des Brandes passiert. Ich hoffe, ihr habt es gut verstanden und bis zum nächsten Mal. Allzeit gute Fahrt.